Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es gab jetzt einige Nachfragen bezüglich meiner geplanten Grönland-Tour, was ich denn da gedenke mitzunehmen, wie das funktionieren soll oder ob das denn wirklich so schwer wird und was ich denn da an zusätzlichen Sicherheitsgegenständen mitnehmen möchte und warum das Ganze nicht ultraleicht möglich sein soll und was man da zu essen mitnimmt und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich dachte, das können wir jetzt vielleicht dadurch ganz gut klären, dass wir einfach mal die Packliste durchsprechen. Ich habe hier mal zusammengewürfelt, was ich mitzunehmen gedenke, habe auch alles mal ein bisschen gewogen, habe zu den einzelnen Sachen natürlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Und damit legen wir gleich los. Und wenn wir durch sind mit der Packliste, dann können wir vielleicht noch ein bisschen rumphilosophieren, ob das auch ultraleicht möglich wäre oder nicht. Und ja, wo da jetzt der Vorteil von schwereren Equipment zu leichteren Equipment ist. Schwereres, nicht schweres. Da ist nichts dabei, was wirklich schwer, naja, vielleicht eine Sache, aber sonst nichts dabei, was wirklich schwer wäre. Aber es könnte natürlich noch alles, vieles könnte noch erheblich leichter sein oder man lässt es einfach daheim. Dann würde allerdings mir die Option fehlen, wirklich gutes Bildmaterial mit nach Hause zu bringen. Das könnt ihr auch nicht wirklich wollen. Legen wir los. Wir legen los mit dem Rucksack. Jetzt habt ihr den bei mir bestimmt schon ein paar Mal gesehen auf dem Kanal. Das ist ein unverwüstlicher, schöner, hochwertiger Rucksack. Er heißt so. Ich hoffe, man kann es lesen. Ist in diesem Licht manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt kann man es lesen. Er kann relativ viele Zusatztaschen und so weiter, jetzt auch nicht unglaublich viele. Er hatte noch mal ein paar mehr Zusatzfeatures, die habe ich inzwischen abgeschnibbelt, um 200 Gramm zu sparen. Ich habe auch ein paar Gurte gekürzt, um insgesamt 200 Gramm zu sparen. Ich finde das eine total tolle Idee von mir, weil das waren wirklich Funktionen, die ich nicht brauche, hinten und vorne nicht. Und ja, wenn ich damit 200 Gramm sparen kann, dann ist doch so schön. Und jetzt wiegt er halt eben nicht mehr 3,5 Kilo, sondern nur noch 3,4 Kilo hat er ursprünglich mal gewogen, also meiner. Und jetzt wiegt er noch 3,2 Kilo. Er ist immer noch genug, aber... Oder vielleicht wiegt er auch nur noch... Meine Waage ist nicht genau genug. Ich habe hier nur Omas alte Küchenwaage. Ja. Vielleicht wiegt er auch nur 3150 Gramm. Nur. Das ist ein sehr schwerer Rucksack, aber der ist deswegen so schwer, weil er einem halt ermöglicht, wirklich hohe Lasten wirklich bequem zu tragen. Und bei den jetzt gar nicht so hohen Lasten, die auf mich zukommen, werden wir auch noch gleich erfahren, wie hoch sie denn eigentlich sind, wird das mit Sicherheit ein extrem angenehmes Tragegefühl. Mit Sicherheit wirklich extrem angenehm. Und bei mir persönlich, nachdem was ich jetzt bisher so rumexperimentiert habe mit verschiedenen Rucksäcken und mit Gewichten zwischen 15 und 20 Kilo, ist es mir zwischen 15 und 20 Kilo wichtiger, dass der Rucksack schön stabil ist und der Rucksack eine schöne, gute Trageeigenschaft hat, als es plus minus eben 2-3 Kilo am Rucksackgewicht sind. Na, meine persönliche Erfahrung. Das mag bei anderen Leuten anders sein, aber bei Gewichten über 15 Kilo würde ich dann doch zu diesem schweren Rucksack tendieren. Also wenn das Gesamtgewicht von Inhalt plus Rucksack 15 Kilo übersteigt. Soll heißen, ich nehme jetzt einen Rucksack, der 2 Kilo leichter ist und hätte in diesem Rucksack 16 Kilo, dann habe ich im anderen logischerweise nur 14 Kilo und dann würde ich den anderen nehmen. Habe ich aber in diesem Rucksack 18 Kilo und hätte im anderen dann 16 Kilo, dann würde ich diesen Rucksack nehmen, weil ich dann lieber 18 Kilo in diesem Rucksack trage als 16 Kilo, als in meinem nächsten leichteren. Ja? Ich hoffe, das war soweit verständlich. Lastenübertragung toll, unzerstörbar ist er auch. Sehr wasserresistent, sehr. Ich habe es noch nie geschafft, dass da Wasser eingedrungen ist, auch nicht ohne Regenhülle, auch nicht bei einer Stunde wirklich ordentlichem Regen. Ich denke, wenn es den ganzen Tag ordentlich regnet, dann wird man die Regenhülle irgendwann brauchen. Und ich werde sie auch mitnehmen. Aber ja, ne? Also Rucksack der Wahl. Die Alternativen, mein nächst leichterer ist ein bisschen wirklich sehr klein und ein bisschen wirklich sehr leicht. Und bei dem Gewicht, das er dann hätte, nämlich etwa 15 Kilo, tendenziell eher 16, so 15 bis 16 Kilo, was er hätte bei der Tour, Gesamtgewicht, ja, nicht Baseweight, ist er mir ein bisschen, da ist das Tragesystem nicht so optimal. Ne? Daher würde ich die ersten 2, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage wirklich ordentlich, ja, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Schmerzen bei dem Gewicht. Und deswegen habe ich mich halt jetzt doch schweren Herzen für ihn entschieden. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen, weder am Anfang noch am Ende, aber ich schleppe halt 2 Kilo, naja, 1,7 Kilo zusätzliches Gewicht rum, das ich allerdings nicht so merke. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen und wenn nicht, dann müsst ihr mir einfach glauben, dass das bei mir so ist, auch wenn es bei euch vielleicht nicht so ist. Jeder ist da verschieden.
das war der Rucksack. Kommen wir zum Schlafsack. Da habe ich mir extra einen verdammt teuren, ja, nahezu auch einer der Western Mountaineer, wenn man sich mit Down-Schlafsäcken auskennt, viel teurer und besser kann man da fast schon nicht mehr kaufen. Und ja, der ist natürlich jetzt super und toll und ich habe ihn gern und er wiegt knappe 900 Gramm, nicht ganz. Mit dem Inlet zusammen wiegt er dann ein Kilo. Funktioniert bisher getestet bis minus 5, minus 6, so, da wird es langsam sehr ungemütlich, ohne Zelt. Mit Zelt, da weiß ich aus Erfahrung, das bringt so 3 bis 4 Grad, so nach meinem persönlichen Wärmeempfinden, insbesondere wenn man zu zweit drin liegt, dann sind es eher 4 bis 5 Grad fast schon sogar. Und dann sollte da eigentlich in Grönland nichts schief gehen. Mit leichten Minusgraden ist sicherlich mal zu rechnen, mit minus 7, minus 8 sehr unwahrscheinlich und sollte das mal für eine Nacht der Fall sein, dann werde ich das auch entsprechend überleben. Oder auch minus 9 oder minus 10 werde ich auch für eine Nacht mal überlegen. Und ansonsten hoffen, dass keine unglaublichen Wetteranomalien eben entsprechend auf uns zukommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, mehrere Nächte mit minus 7, minus 8 oder noch kälter, ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Momentan ist wettertechnisch überhaupt nichts unmöglich. Aber ich denke, das ist ein Risiko, das ich guten Gewissens mit mir selber vereinbaren kann. So, Inlet dazu. Inlet 115 Gramm, selber nachgelesen. Ist ein Seiden-Inlet, war aber nicht teuer, habe ich schon ewig lange. Bringt vielleicht nochmal 1,5 Grad etwa auf die Durchschnittstemperaturen. Vor allen Dingen schützt halt den Schlafsack vor Nasswerten. Also von innen herein, Verdunstungen, hier Schwitzen und so weiter und so fort. Davor schützt es ihn noch ganz gut. Vapor Barrier Liner haben mir noch ein paar Leute empfohlen, dass ich mir zulegen soll. Würde ich jetzt erstmal ohne versuchen. Ich verstehe schon die Empfehlung, ich weiß auch, was das Ding tut. Ich würde es erstmal noch ohne versuchen und damit dann später mal irgendwann Erfahrungen machen. Ich habe sowieso noch nicht so viel Erfahrung mit dem Down-Schlafsack. Daher, ja. Das wird die Hülle für den Schlafsack, ist gleichzeitig der Pumpsack für die Isomatte. Schöne wasserdichter Sack, der Schnotzeldeck. Ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, ich erwähne ihn gerne mal häufiger, auch in anderen Videos. Isomatte habe ich mich entschieden für die, die ich jedes Mal verwende, seit ich sie habe. Und die ist auch noch war sehr gut, immer noch sehr bequem. Ich schlafe da wirklich sehr angenehm drauf. Ich habe ja früher immer Festschaum-Isomatten genommen, also die Rolldinger. Wirklich sehr angenehm. Synmet Ultralight S von Expat. S heißt Short, das heißt, die ist nur 1,63 Meter lang. Das ist mir aber egal, weil ich Seitenschläfer bin und beim auf der Seite liegen gerne die Knie ein bisschen anziehe und dann passe ich auch ganz drauf. Und sollte ich mich mal auf dem Rücken liegend ganz ausstrecken wollen oder mal auf dem Bauch liegend ganz ausstrecken wollen, ich schlafe auch ganz gerne mal auf dem Bauch im Schlafsack selten, ist eher unpraktisch, ne? Aber dann hängen die Füße halt ein kleines bisschen über die Isomatte hinten raus. Das interessiert mich auch nicht, insbesondere nicht im Zelt, da ist mir das völlig egal. Also mir persönlich wirklich völlig wurscht. Das ist in keinster Weise eine Komfort-Einbuße. Zelt haben wir uns entschieden. Wir hätten auch hier was in ein Personenzelt nehmen können, aber da hätte ich enorm Ärger bekommen mit Chefin, wenn ich auf die Idee gekommen wäre. Ja? Deswegen natürlich ein Zwei-Personen-Zelt. Mein heiß und innig geliebtes Abisko Light 2 ist für ein Zwei-Personen-Zelt, für ein Zwei-Personen-Vier-Jahreszeiten-Klassik-Zelt, sage ich jetzt mal. Doppelwandig natürlich mit Innenzelt, Außenzelt getrennt. Ja? Ist heutzutage, muss man das dazu sagen, früher gab es nichts anderes. Ganz früher gab es noch was anderes, das war aber scheiße und dann gab es die und jetzt gibt es inzwischen leichte Einbandzelte, ja, die sind neu. Aber wiegt gerade mal 2,3 Kilo im Auslieferungszustand. Man kann, wenn man noch ein paar extra Heringe, die dabei sind, weglässt und sagt, 2, 3 Sachen kann man potenziell abspannen, muss ich aber nicht abspannen. Ich habe noch bis heute nicht rausgefunden, wozu manche Abspannpunkte an diesem Zelt gut sein sollen. Vielleicht fürs gute Gewissen, ich weiß es nicht. Dann kann man es locker auf 2,2 Kilo runtersparen. Und wenn man jetzt sagen würde, man möchte aber gerne noch mehr Gewicht sparen, da ist Chefin bisher noch nicht überzeugt, vielleicht kriege ich sie noch überzeugt, ich weiß es nicht. Wenn nicht, setzt die sich im Zweifelsfall natürlich durch. Den Packbeutel selber, der wiegt 80 Gramm. Der Packbeutel vom Gestänge wiegt auch nochmal 80 Gramm. Und ob man wirklich 2 Ersatzgestängesegmente mitschleppen muss und alles, was im Reparaturset drin ist, wage ich auch nochmal zu bezweifeln. Man kann also, wenn man wirklich sagt, ich nehme nur das Allernötigste mit, das Zelt auch auf 2 Kilo
2,50 Kilo, ne? 2050 Gramm, sagen wir mal so, runterbrechen. Da jetzt aber ein Zeltgegenstand ist, wo ich nicht alleine drin penne, trage ich das Ding umgerechnet auch nicht alleine, sondern nur zur Hälfte. Das heißt, ich schleppe an diesem Zelt nur 1150 Gramm. Die anderen 1150 Gramm im übertragenen Sinne trägt die Evelyn. So, und wer jetzt nicht kapiert, was damit gemeint ist, das heißt, einer von uns nimmt das ganze Zelt in den Rucksack, hat dann zusätzlich sozusagen 1,15 Kilo vom anderen mit dabei. Das heißt, der andere nimmt dann 1,15 Kilo mehr von den Nahrungsmitteln, beispielsweise. Ja? Oder die Jacke vom anderen. Oder, ja, also wahrscheinlich werden wir es über das Nahrungsmittel regeln. Weil ich habe den größeren Rucksack vom Volumen her, der ist auch schwerer, aber vom Volumen her macht es einfach Sinn, dass derjenige mit dem größeren Rucksack, damit er auch ein bisschen voll wird, dann halt eben entsprechend das Zeug mitnimmt, was ein großes Volumen hat, wie eben beispielsweise das Zelt. Oder vielleicht auch beide Schlafsäcke, können wir auch mal drüber nachdenken. Und diejenige mit dem kleineren Rucksack halt ein bisschen mehr von der Nahrung, um das dann auszugleichen, dass der andere halt Dinge dabei hat, die für beide quasi gedacht sind. Oder auch ein Kocher oder irgendwie sowas. Beziehungsweise den Kocher könnte auch Evelyn nehmen, der ist ja nicht groß. Eher schwer als groß. Jo, also so funktioniert das mit dem Aufteilen von Gewicht bei Dingen, die für beide gedacht sind. Kommen wir, also das war die Schlafabteilung, kommen wir zur Küche. Die Küche besteht einmal aus diesem Kessel, das ist das Wort, das ich gesucht habe, der wiegt 200 Gramm, ist damit relativ schwer, ist aus Alu, ist deswegen schwer, weil er hier unten noch diese Lamellen dran hat, die kann man hier drin vielleicht erahnen und die führen dazu, dass sich die Hitze erheblich besser unter dem Topf staut, erheblich besser die Hitze ans Wasser abgegeben werden kann. Auf gut Deutsch, in diesem Kessel hat man etwa 20-25% kürzere Kochzeiten, beziehungsweise das Wasser kocht 15-20% schneller als beim regulären Topf. Wenn man viel kocht und lange unterwegs ist, kann man damit dann gegenüber einem regulären Topf, der vielleicht nur die Hälfte wiegt, trotzdem Gewicht sparen. Deswegen haben wir uns vermutlich für diesen Kessel entschieden. Der steht noch nicht zu 90% fest, auch nicht zu 80%, aber zu 70%. Ich muss mal den Akku wechseln. Kocher. Kocher ist in diesem Säckchen, ist der Optimus Polaris Optifuel, ein Multifuel-Kocher. Der verbrennt so ziemlich alles, was brennen kann, mit Ausnahme von Spiritus. Das kannst du da auch reinkippen, das funktioniert nur nicht so gut. Warum der? A, hat einen unglaublich geringen Verbrauch. Der ist zwar schwer, aber er verbraucht dann sehr wenig Brennstoff. Über lange Zeit, die man ihn benutzt, ist die Brennstoffersparnis, dann gleicht sie das zusätzliche höhere Gewicht des Kochers an sich fast schon wieder aus. Und da wir nicht genau wissen, welchen Brennstoff wir in Grönland vorfinden, wenn wir da ankommen, was da gerade zu kaufen ist, ob der Laden vielleicht ausverkauft ist, keine Gaskartuschen mehr da sind, kein Benzin mehr da ist, dann nehmen wir Gaskartuschen, keine weder Gaskartuschen noch Benzin da sind, dann nehmen wir Diesel und so weiter. Damit sind wir halt wirklich auf alles vorbereitet. Und auch wenn er ein bisschen schwerer ist und es theoretisch noch leichtere Kocherlösungen gäbe, funktioniert er im Übrigen auch bei jeder erdenklichen Tiefstemperatur, auch bei minus 3, 4, 5 Grad und so weiter und so fort, weil bei Gas, klar, es gibt Gaskartuschen und Gasmischungen, die auch bei problemlos minus 4, 5 Grad funktionieren. Überhaupt kein Problem, gibt es. Nur ist die Frage, ob man die da gerade jetzt eben auch wieder kaufen kann. Ja? Also wenn du nicht weißt, was kannst du an Brennstoff kaufen, dann ist ein Multifuel-Kocher eigentlich logisch, durchaus eine Wahl, über die man nachdenken kann. Ja? Und da wir uns das Gewicht von dem Ding wieder teilen, 440 Gramm wiegt dieses Beutelchen, der kann auch leichter werden, wenn ich mir noch dazu durchrege, mir einen Titanwindschutz zu kaufen, dann wären wir bei etwa 380 Gramm für das Beutelchen. Das werde ich wahrscheinlich noch tun. Jedenfalls, da wir uns das Ding teilen, sind wir dann bei 230 Gramm pro Person, momentan, aktuell. Dazu gehört natürlich noch eine Brennstoffflasche, die ist jetzt leer und es wird wahrscheinlich auch die große werden und nicht die kleine, aber hier ist halt gerade die Pumpe drin. Und die kleine wiegt zusammen mit Pumpe 250 Gramm, also 125 Gramm pro Person, leer, wohlgemerkt. Die Pumpe an sich ist relativ schwer. Ich zeige euch die mal kurz. Plupp, ne? Also da hängt so noch ein bisschen was dran, das Ganze ist aus solidem Metall, da ist
Bis auf das Rohr, das ist Gummi, aber alles andere ist Metall. An diesem Kocheis ist überhaupt kein Plastik. Also ein sehr hochwertiges, sehr schönes Kocheisding, auf dem man sich auch wirklich, wirklich, wirklich verlassen kann. Da muss ich mir also keine Sorgen um irgendwelche Kocherfragen. Und die Kocherfrage hat mich lange beschäftigt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, mehr machen. Außerdem habe ich beschlossen, und das ist was, das ich nicht mitnehmen würde. Ich sage jedes Mal dazu, wenn es was ist, was ich nicht mitnehmen würde, wenn ich die Ambitionen hätte, jetzt besonders super, mega, ultra leicht unterwegs zu sein. Dann würde ich tatsächlich nicht mitnehmen und damit muss ich meine Aussage revidieren, die ich beim letzten Ultraleicht-Diskussionsvideo gemacht habe. Der Kommentarschreiber, der entsprechende, hat recht. Es gibt schon ein paar Dinge, die nimmt man als klassischer Trekker eventuell mit, die man als Ultraleicht-Trekker vielleicht nicht mitnehmen würde. Und in meinem Fall, bei meiner Ausrüstung, sind es diese beiden Dinge, nämlich erstens mein Fressnapf, der wiegt 45 Gramm. Kunststofffressnapf, nichts Besonderes. Kann auch sonst nichts, hat noch innen drin eine Skala, eine Messeinheit, also 500 Milliliter, 400 Milliliter und so weiter. Und meinen Trinkbecher für Heißgetränke, der wiegt auch 45 Gramm. Das ist so ein lustiger Faltbecher. Der macht erstens Spaß und war halt sehr leicht. Klar, man kann auch die klassische Titantasse mitnehmen. Bei der klassischen Titantasse ist halt dann eben der Nachteil, dass bei der klassischen Titantasse die schwerer. Man kann auch drin kochen, aber das muss ich ja nicht. Ich habe ja meinen Kessel. Der Kessel ist sowieso das Effizienteste, in dem ich kochen kann, weil er die Lamellen unten dran hat. Deswegen wäre eine Tasse, in der ich zusätzlich auch noch kochen kann, völlig sinnlos. Meiner Meinung nach. Ja, 90 Gramm Zeug, was ich nicht mitnehmen würde, wäre ich ultraleicht. Ob sich das jetzt bringt, diese 90 Gramm zu sparen, das muss jetzt jeder für sich selber wissen. Ich spare sie nicht. Ich würde auch, wenn ich ultraleicht sein wollte, nicht einen Titansborg mitnehmen, sondern irgendeinen stinknormalen Plastiklöffel, der ist mir auch nochmal leichter. Das war die Kochabteilung. Wenn man möchte, kann man das eine Feuerzeug, Reservefeuerzeug, ich habe auch immer Feuer am Mann, also gar nicht erst im Rucksack, es geht ja um die Rucksackpackliste jetzt. Nicht um das, was ich in den Hosentaschen auch mit mir rumschleppe, das ist auch immer noch ein bisschen Zeug. Das Taschenmesser zum Beispiel, das kommt nicht in den Rucksack, das kommt in die Tasche. Deswegen ist es ja auch ein Taschenmesser. Wenn man das hier noch dazu rechnet, ich habe keine Ahnung, was ein Feuerzeug wiegt. 15 Gramm? Irgendwie sowas. Dann kommen wir zur Hygieneabteilung. Hygieneabteilung habe ich hier einmal Seife. Halbe Flasche Seife. 100 Milliliter sind noch 50 Milliliter. Werde ich wahrscheinlich noch eine andere Flasche umfüllen. 50 Milliliter reichen für mich nun wirklich dicke aus. Und da ist auch noch genug beim Spülen dabei. Und man wäscht sich sowieso nicht jeden Tag. Sind wir mal ehrlich? Nein, macht man nicht. Nicht bei 4 Grad heißem Wasser. Heiß. Und gewaschen wird, wenn es unbedingt notwendig ist. Also selber und sonst eher zum Spülen, wahrscheinlich primär zum Spülen, auch ein bisschen zum Wäschewaschen natürlich gegen Ende der Tour. Vor Tourstart werden wir uns noch ein kleines bisschen mit Zivilisationsshampoo begnügen, deswegen ist das wirklich nur für in der Wildnis. Biologisch abbaubar ist immer so eine Sache bei diesen Outdoor-Seifen. Ja, sind sie, man sollte sie trotzdem möglichst weit weg von Gewässern und auch nur sparsam verwenden. Zahnpasta ist noch ein Platzhalter, wir brauchen noch irgendwelche biologisch abbaubare Zahnpasta, dann reicht aber so eine kleine Tube auch wirklich aus. Du musst halt einfach sparsam sein, ein bisschen, ne? dann langt das. Und die wiegt, weiß ich nicht, nicht viel, 12 Milliliter, 25 Gramm, irgendwie sowas. Ich habe alles zusammen in einen Topf geschmissen und zusammen mal abgewogen, kann euch dann sagen, wie was alles zusammen wiegt. Anti-Brumm habe ich jetzt hier, das ist einfach Platzhalter für Mückenschutz, Mücken-Anti-Insekten-Spray, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ich ein Spray nehme, ob ich was zum Einreiben nehme, ich habe auch noch diverses da. Wie gesagt, hier ist nur Platzhalter, werde ich noch was anderes nehmen. Das hier ist außerdem auch nur ein Zeckenstopp, deswegen auch die Zecke drauf. Aber auch so um die 50, 60, 70 Milliliter werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Sonnencreme reicht mir für die meisten Touren. Der ist jetzt schon alt, da kaufe ich mir nochmal einen neuen. Aber der wiegt dann gleiche. So ein Stick. Der hat hier vorne so einen Lippeneinschmierdingerich, wo man sich dann die Lippen nochmal extra einschmieren kann. Das brauche ich nur ganz selten, aber es ist schon ganz gut zu haben. Wenn man es braucht, dann braucht man es halt doch. Ersetzt erstens ein Labello, hat die gleiche Wirkung und gleichzeitig ist es halt nochmal Sonnenschutz. Und sonst sind hier noch, wie viel? 12 Milliliter Sonnencreme drin. Es wird nie so warm, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, oben ohne rumzurennen. Allein schon wegen der Mücken nicht. Das heißt, ich brauche Sonnencreme auch nicht fürs Gesicht. Ich habe nämlich einen Hut auf, sondern lediglich für die Hände. Mir reicht also diese kleine Tube wirklich für 14 Tage locker. So. Und auch nur dann, wenn die Sonne scheint natürlich, ja.
Ist auch nochmal so ein anderer Punkt. Und eine Zahnbürste. Wäre ich jetzt ultraleit, würde ich den Griff absägen. Yay! Und an den Rest vom, also ich würde ihn, glaube ich, bis hier absägen. Und in den Rest vom Griff hier oben, da würde ich noch Löcher reinbohren mit der Bohrmaschine. Handtuch habe ich jetzt gerade nicht da. Das liegt nicht im Keller, das ist oben. War ich zu faul zum Laufen. Wiegt 54 Gramm. Ja? Also so ein ganz kleines Outdoor-Handtuch. Wirklich, damit kann man sich zwar abtrocknen, ist überhaupt nicht komfortabel, aber ja, das, diese 54 Gramm ist es mir wert. Das würde ich, auch wenn ich ultraleit wäre, trotzdem mitnehmen. Ja, damit kommen wir auf insgesamt für den ganzen Hygienekrempel, inklusive der Verbrauchsgegenstände, Seife, bla bla blub und so weiter und so fort, auf 280 Gramm mit dem Handtuch. Ja? Das ist vielleicht noch ein bisschen weniger. Es ist halt eine Schätzung, weil ich noch nicht genau weiß, wie viel Milliliter ich von was mitnehmen möchte und so weiter. Vielleicht sind es nur 240 Gramm, vielleicht sind es auch nur 220 Gramm. Es bleibt abzuwarten. Ich weiß auch nicht genau. Ja, sehen wir mal. Aber ich denke, 280 ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall keinen Fall schwerer. So rum. Gut, wir kommen zur ersten Hilfe. Die ist momentan auch nur als Platzhalter vorhanden. Selbstverständlich wird es nicht so ein winziges Erste-Hilfe-Set, sondern ein deutlich größeres. Veranschlagt sind 500 Gramm. Ich gucke, dass es bei 500 Gramm bleibt. Vielleicht wird es ein kleines bisschen weniger. Wir brauchen halt teilweise, weil wir zu zweit sind, unterschiedliche Medikamente für Dinge, an die wir halt eben entsprechend anfällig sind. Ich zum Beispiel mit meinem kaputten Knie hat Freundin auch, das ist ganz passend. Da können wir nur einmal was für kaputte Knie mitnehmen, müssen wir nicht zweimal was für kaputte Knie mitnehmen. Beziehungsweise müssen wir halt entsprechend mehr für kaputte Knie mitnehmen. Ich brauche zum Beispiel so gut wie nie Schmerzmittel. Das, da habe ich einfach Glück. Vielleicht bin ich irgendwie nerventechnisch ein paar Mal zu oft auf den Kopf gefallen, ich weiß es nicht. Aber Schmerzen habe ich selten so richtig krass. Man braucht auch für so eine völlig abseits der Zivilisationstour ein gewisses Maß an Verbandmaterial, bin ich jedenfalls davon überzeugt, dass man auch, angenommen jemand fällt irgendwo runter und rollt ein Stück einen Hang runter über diverse Steine, ja, dann gibt es mehrere Verletzungen. Da gibt es nicht nur einen kleinen Riss im Arm, sondern mehrere. Und dann sollte man schon ein bisschen Verbandsmaterial mengenmäßig echt dabei haben. Es wird also ein vor allen Dingen voluminöses Erste-Hilfe-Set werden, aber Verbandsmaterialien wiegen ja nicht viel. Deswegen denke ich, 500 Gramm sind wirklich recht realistisch. Da wir da aber nur zu zweit eins dabei haben, sind das nur 250 Gramm pro Person. Ja? Sonstiges steht es aus irgendwelchen Gründen hier, bevor wir das ein oder andere Zeug durch haben. Sonstiges ist ein Kompass. Sonstiges ist ein Reiseführer. Sonstiges ist Kartenmaterial. Und das Ding, das ist einfach eine Untersage zum Draufsitzen. Ja, wenn ich mich nicht auf meinen Rucksack setzen möchte, was ich fast immer tue, wenn ich Pause mache, die wiegt 10 Gramm. Die habe ich jetzt auch nochmal zusätzlich dabei. Wenn ich ultraleicht unterwegs wäre, hätte ich sie auch dabei, weil dann kann ich mich nicht auf meinen Rucksack setzen, weil das ist ein ultraleichter Rucksack und das Zeug nicht so kompakt drin und der Rucksack ist nicht so solide und da würde ich mich nicht auf meinen Rucksack setzen wollen. Also hätte ich sie auch dann dabei. So, das ganze Krempel hier zusammen, ach nee, das ist nicht sonstiges, das ist Navigation, Entschuldigung. Sonstiges. Navigation ist das natürlich. Und ein Arschkissen. Navigation und Arschkissen. Und es wiegt 100 Gramm pro Person. 175 bis 200 Gramm, je nachdem, ob wir jetzt noch zusätzlich noch ein paar Seiten Papier mitnehmen, falls wir uns Notizen machen wollen und so weiter und so fort. Aber ungefähr 100 Gramm pro Person wird hierbei rumkommen. Ohne das Arschbett, das trage ich alleine, dann sind es 110 Gramm. Na? Und niemals auf Tour gehen, insbesondere nicht, wenn man zu zweit ist, ohne ein Spiel. Top Monro! Habe ich in Schottland mal gekauft. Ja, ihr kennt diese lustigen Dinger, wo man verschiedene Autos hat. Oder Fahrräder, Panzer, Jets, Flugzeuge, keine Ahnung. Und dann hat man hier diese lustigen Daten. Ich hoffe, das kennt ihr. Ja? Und im Fall von Bergen gibt es halt eben Höhe. Vertical Gain, wie weit steigt man da hoch, wenn man vom üblichen Punkt, wo man hochsteigt, entsprechend hochsteigt. Distance, wie weit ist denn der Weg? Difficulty von 1 bis 10 und Popularity von 1 bis 20 und wo ist der nächste Pub? Also ein sehr schottisches Spiel, ja. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Ben Nevis, der ist natürlich automatisch die Siegerkarte bei der Frage, wie hoch ist der Berg? Ist der höchste Berg von Großbritannien. Ja, das weiß man natürlich. Und dieses Spiel ist von daher gut, weil wenn man
schlechte Laune hat und es regnet und man braucht eine Aufmunterung, dann spielt man dieses Spiel und oberste Regel lautet nicht, wer gewinnt, hat gewonnen, sondern die oberste Regel lautet, man muss versuchen, die Namen der Berge möglichst korrekt auszusprechen. Und das führt immer zu sehr lustigen Situationen. Also, das offizielle The Hill Begging Card Game. Kartenspiel, das wiegt 60 Gramm. Und wir haben da enorm Spaß dran, wir zwei. Ja. Habt ihr übrigens da hinten mein Schild am Feuerholz gesehen? Ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht, das ist neu. Das hat Chefin mir geschenkt. Danke, Chefin. Achtung, Lagerstätte für Brennstäbe und spaltbares Material. Der Gag ist zwar alt, aber ich habe jetzt auch so ein Schild. Ha! Ich find's toll. So, ja, das war das Abteilung Sonstiges. Wir kommen zur Abteilung Technik. Da ist momentan noch Platzhalter. Dieses Ding hier, das ist ein Solarpanel, das ich bisher benutzt habe. Ich werde mir jetzt noch mal ein besseres zulegen mit mehr Leistung, mit weniger integriertem Akku, weil mit integriertem Akku, das ist ja schön und gut, aber das Teil wiegt fast ein Kilo. Das wiegt, ja, und hat 10 Watt. Ich möchte gerne eins mit 15 Watt, damit wir auch sicher sein können, dass wirklich immer alles schön funktioniert mit dem Aufladen per Solarpanel. Und ich brauche keinen integrierten Akku. Das ist in der Kombination, außerdem mit der relativ dicken Hülle, mir einfach zu schwer, das Teil. Und da werde ich mir noch was anderes zulegen. Ich weiß auch wahrscheinlich schon welches, aber dazu kommen wir dann nochmal in einem separaten Video. Wie gesagt, es ist nur ein Platzhalter. Das, was ich jetzt auserkoren habe, wiegt jedenfalls 450 Gramm. Da ist aber halt kein integrierter Akku dabei. Dafür nehme ich eine ganz kleine Powerbank mit. Was heißt eine ganz kleine? Was hat die nochmal? Die hatte, glaube ich, 4400 mA bei 16,3 Wattstunden. Das schien mir ganz gut zu sein für das, was sie wiegt. Ich hatte verschiedene Powerbänke miteinander verglichen und zumindest bei denen, die ich gefunden habe, hatte die den besten Inhalt, also Ladung zu Gewicht-Verhältnis. Ne? 4400 mA bei 16,3 Wattstunden ist nicht die Welt, ist auch nur als Zwischenpuffer gedacht, wenn so viel Sonne da war und all meine Akkus sind schon geladen, also alle Kameraakkus und so weiter und so fort, dann kann ich den noch zusätzlich voll machen und habe mit dem ungefähr zwei Akkuladungen für meine Kamera, selbst wenn mal überhaupt keine Sonne da ist, als Notreserve quasi dabei. Ja, dafür wiegt das Teil auch nur, 140 Gramm. Das ist also der momentane Kompromiss. Vielleicht werde ich da auch noch mal ein bisschen was nehmen, was noch ein bisschen mehr Kapazität hat, weil insgesamt ist das noch alles recht leicht, die Ausrüstung. Da wäre also für im Bereich Kamera-Equipment wäre noch ein bisschen Kapazität. Ich nehme nicht noch zusätzliche Autoausrüstung mit. Das reicht. Da ist wirklich alles dabei, was ich brauche. Aber bei Kamera-Equipment könnte man vielleicht sich noch überreden lassen, noch was mitzunehmen. Ja, also das war Powerbank und Solarpanel. Für Actionaufnahmen, Flussdurchquerungen, Scheißwetteraufnahmen meine Actioncam. Wer also dauernd fragt, was das eigentlich für eine ist, das ist diese hier. So rum sieht sie von hinten aus. So sieht sie von unten aus. Und dann könnt ihr hoffentlich auch lesen, um welche Modellbezeichnung es sich handelt. Ich bin mit dem Ding super, super, super glücklich. Ganz, ganz toll. Hat kein Display. Ja, ist die übliche Actioncam. Die haben ja meistens keins. Die nehme ich mit, ohne Ersatzakku, nur mit dem Akku, der drin ist. Eine Speicherkarte, die drin ist. Vor allen Dingen für Schlechtwetter, Flussdurchquerung, mit dem Kanu fahren und so weiter und so fort. Es gibt dazu natürlich noch ein Gehäuse, dass sie dann richtig, richtig, richtig wasserdicht ist. Dann kann man auch unter Wasser damit gehen. Aus Gewichtsgründen bleibt das zu Hause. Primär ist sie wirklich als Mieswetter- und wirklich Actionkamera gedacht. Falls wir mal irgendwie an irgendeiner Stelle ein bisschen kraxeln, klettern oder sonst was müssen, dann würde ich auch die hier nehmen. Ich baue mir da noch irgendwas, dass entweder ich sie mir an den Hut oder Evelyn sie an die Mütze oder irgendein Stirnband dazu oder irgend sowas werden wir noch bauen. Oh, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Klettband. Das kam ja noch ein Geschenk. Eine Rolle Klettband. Ich hab's vergessen. Ich wollte noch ein zusammenfassendes Dankeschön-Video mit Kleinigkeiten machen. Ich habe es aber leider wirklich vergessen und das ist jetzt ewig her und an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, danke für das Klettband. Das Klettband wird dann nämlich genau für diese Kamera verwendet, um die halt irgendwie in irgendeiner Form am Kopf zu befestigen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Thema Klettband also schon geklärt. Ja, Kamera. Die da.
Das ist eine EOS 200D. Das ist natürlich jetzt kein Profi-Super-Mega-Ultra-Modell. Dafür ist es für eine Spiegelreflexkamera und ich habe mit Spiegelreflexkameras nun mal die meiste Erfahrung. Ist sie eine sehr, sehr kleine und sehr, sehr leichte. Ja? APS-C-Sensor natürlich. Vollformat ist schön, kostet aber Schweinegeld. Brauche ich in dem Verfolge nicht unbedingt. Außerdem ist ein APS-C-Sensor, insbesondere wenn man Objektive mit Cropfaktor benutzt, gar nicht mal so unpraktisch, wenn man Tiere fotografieren will. Und ich möchte auch gerne Tiere fotografieren. Deswegen bin ich da gar nicht so böse drum. Und mit dem Weitwinkelobjektiv, das hier gerade auf 10 mm... Ja, jetzt ist es auf... Nein, Entschuldigung, jetzt haben wir rangezoomt. 18 mm, 10 mm, das ist schon ein enorm breiter Weitwinkel, wenn ihr jetzt wirklich hier anwesend wärt. Das sieht alles furchtbar weit weg aus, da hinten in der Ecke. Das sind 2 Meter. Na, allenfalls sind das 2 Meter und die deckt wirklich enormes Spektrum ab und da werde ich sehr viel Spaß mit dran haben. Gehäuse plus Weitwinkelobjektiv wiegt 750 Gramm zusammen. Das Stativ, wo es draufsteht, das kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Ich könnte jetzt höchstens, nein, kann ich euch nicht zeigen. Ist mir zu viel Arbeit. Ist auch nicht notwendig. Ne? Ihr wisst ja, wie ein Stativ aussieht. Ist noch vergleichsweise leicht für ein richtiges Stativ. Aber mit einem Kilo halt leider auch nicht super, super leicht. Ja, es gibt noch billigere Plastikstative, billigere und wirklich so fragile, dass ich so eins nicht mitnehmen möchte. Und dann schleppe ich lieber das Kilo für ein Vollmetallstativ, bei dem ich wenigstens davon ausgehen kann, dass es nicht sehr schnell zusammen auseinanderfällt. Ja, es ist jetzt auch nicht das teuerste Stativ der Welt. Man kann für ein 1-Kilo-Stativ auch schon sehr viel Geld ausgeben, dann hebt es vielleicht ewig. Das hier wird wahrscheinlich 5 Jahre nur heben, aber damit, es ist trotzdem vom Preis-Leistungs-Gedönse her, war das ein Kompromiss, den ich gut machen konnte. Und 1 Kilo finde ich für ein richtig schönes Stativ mit auch einem schönen Videoschwenkkopf, wo man vernünftig schwenken kann, ne? Fand ich das wirklich eigentlich eine gute Kompromisslösung. Zum Kamera-Equipment gehört diese Tasche. Die kommt an den Brustgurt vom Rucksack. Ne? Das heißt, die habe ich dann hier vorne einfach so hängen. Und beim Laufen, und wenn ich dann ein Foto machen will, dann brauche ich nur hier vorne aufklappen, Kamera rausnehmen, Foto machen. Kamera wieder rein, zumachen, Kamera ist geschützt, weiterlaufen. Objektive, gibt es hier diese Köcher an den Seiten. Da passt wunderbar jedes beliebige Objektiv, das ich besitze, passt da rein. Ja, 2 davon. Und das Pfannkuchenobjektiv, das ist dieses hier. Passt, wenn du das irgendwo drin hast, passt zusätzlich noch das Mikrofon dazu. Ja, ich arbeite heute mal ohne Mikrofon. Ja, ne? Das ist zusätzlich noch dieses Tragegurt. Den mache ich manchmal in die Kamera, manchmal in die Tasche, deswegen ist er gerade lose. Und das Teleobjektiv, das ist gerade woanders. Und das Kit-Objektiv habt ihr gerade gesehen. Das ist dann meine komplette Kameraausrüstung. Also, nur noch mal zum Überblick. Standard-Zoom-Objektiv, Kit-Objektiv. Die sind jetzt nicht super toll, aber die machen auch keine schlechten Bilder. So ist das jetzt auch wieder nicht. 52 Gramm. Pfannkuchen, Fixbrennweite 24 mm, 2,4er Blende. Super tolles Ding, fotografiere ich unglaublich gerne mit. Zum Filmen ist es auch schon ganz gut. Wiegt 160 Gramm. Stativ Kilo haben wir gesagt. Das Mikrofon mit allem drum und dran, Kabel, Halterung etc. pp. 80 Gramm. Teleobjektiv, das ist natürlich wie immer ein ziemliches Oschi-Ding. Für ein Tele, ein 300 mm Tele, ist es, ich habe es nicht da, ihr habt es in einem anderen Video vielleicht schon mal gesehen, ist es aber vergleichsweise leicht und wiegt nur 500 Gramm. Ungefähr. Ich müsste nochmal genau nachwiegen, aber ich meine, es wären etwa 500 Gramm gewesen. Vielleicht noch ein Ticken weniger, vielleicht. Vielleicht ein Ticken mehr, eventuell. Ja, Kabel brauchen wir dann noch für diverse Ladedinge. Ich habe jetzt nicht alle Kabel da liegen, aber das ist zum Beispiel das leichteste Apfelgerät-Ladekabel, das ich kenne. Wirklich sehr klein, sehr leicht und lädt halt Apfelgeräte. Und mein E-Book-Reader. Mein E-Book-Reader ist so eine Sache, da bin ich noch am Hadern, weil ich habe euch ja gesagt, was für Navigation dabei ist. Das ist das ganze Papier, was navigationstechnisch mitgeschleppt werden muss. Da hatte ich bei anderen Touren schon erheblich mehr, von daher kann ich mich nicht beklagen. Aber man kann auch auf dem E-Book-Reader, ja, jetzt geht es ein Momentchen, hat nicht mehr viel Akku, ja, Karten drauf speichern. Das ist ein Tonino Vision 4 HD
Und ich weiß nicht, inwiefern das man jetzt sehen kann. Das Foto war auch ein bisschen unscharf. Das ist nur jetzt mal ein Testversuch, eine Karte drauf zu speichern. Aber wenn ich die Fotos in super scharf und in besserer Qualität mit Stativ mache und sie dann in bester Qualität hier drauf lade, dann ersetzt diese Karte, wie ich sie hier drauf habe, tatsächlich eine Papierkarte nahezu vollständig. Das Einzige, was fehlt, ist die Farbe. Die Papierkarten sind farbig. Das war ein Schwarz-Weiß-Foto. Das Ding hier kann nämlich nur Schwarz-Weiß darstellen. Aber dadurch, dass der HD ist, der Dingerich hier, lässt sich das wirklich, wirklich gut lesen und ich hätte jetzt überhaupt keine Schwierigkeit, mit diesem Kartenausschnitt wirklich zu navigieren. Die Karten sind sowieso nur 1 zu 100.000, die werden nicht detaillierter. Jemand hatte angemerkt, schon mehrfach angemerkt, nimm doch Open Street Maps, genau, so heißt's. Ja, für Grönland keine Chance. Keine Chance, da gibt es überhaupt nichts. Da ist weiße Einöde. Ja? Selbst da, wo noch nicht mal weiße Einöde ist, in der Mitte von Grönland ist ja tatsächlich weiße Einöde. Aber da, wo wir rumlaufen, nicht. Aber trotzdem, OpenStreetMaps, keine Chance. Keine Chance. Also ich musste schon die offiziellen Wanderkarten kaufen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie man da an Wanderkarten rankommt. Vielleicht kann man noch irgendwo einen GPS-Track erwerben mit dazugehörigen Kartenmaterial. Ich kenne mich mit GPS nicht aus, keine Ahnung. Den Tolino habe ich ebenfalls beim Technikkrempel mit eingebaut. Natürlich ist der auch Freizeitbeschäftigung. Das ist ein E-Book-Reader. Was macht man mit dem? Ja, E-Book-Readen. Und eben noch Backup für die Navigation. Vielleicht einzige Navigation. Ich bin noch am Überlegen. Auch dieses Buch werde ich noch vielleicht, also wenn wir sagen, wir nehmen das Buch selber nicht mit, dann werde ich das Buch auf jeden Fall auch noch einscannen und eben entsprechend auf den Tolino packen. Dann kann man da schon nochmal ordentlich Gewicht sparen. Das wären insgesamt, lasst mich lügen, Moment. Ja, Karten und Buch sind zusammen 270 Gramm, die man einsparen könnte, wenn man beides einfach nicht mitnimmt und nur den Tolino. Der Tolino muss mit, ich brauche Bücher, ich brauche was zu lesen. Das ist einfach für mein Seelenheil unbedingt erforderlich. So, was haben wir noch an Technik? Wir haben noch ein Handy. Ein Handy, wohlgemerkt, wir nehmen nicht beide ein Handy mit, wir sind auf Tour nicht handysüchtig. Sind wir wirklich gar nicht. Wir haben es aus Sicherheitsgründen dabei, um vor Tour Start, bevor wir in die Wildnis gehen und keinen Empfang mehr haben für die nächsten 2 Wochen, werden wir daheim kurz sagen, dass wir gut angekommen sind und jetzt starten. Und wenn wir, wieder in die Zivilisation kommen, in die zweitgrößte Stadt Grönlands mit 4000 Einwohnern, zweitgrößte Stadt Grönlands, ja, werden wir entsprechend uns zurückmelden, dass wir wieder aus der Wildnis in der Zivilisation zurück sind. Und das sind die beiden planmäßigen Nutzungen von diesem Ding. Dafür könnte man auch ein leichteres Telefon mitnehmen. Es ist noch eine zweite Freizeitkomponente. Ist es schon. Und vielleicht werde ich mir auch noch 2, 3 Dateien draufpacken, die sich mit dem Tolino eher schlecht anzeigen lassen, um unterwegs noch ein bisschen Recherchemöglichkeit zu haben. Es gibt ja zum Beispiel auch eine App, mit der man Wikipedia runterladen kann. Also gab es zumindest früher mal. Eventuell denke ich über sowas nochmal ernsthaft drüber nach. Falls es das Ding noch gibt, ich weiß es nicht. Ja, aber ein Handy langt uns wirklich zu zweit. Das heißt, was wiegt denn eigentlich ein iPhone SE? Das ist ein iPhone SE. Das ist auch durchaus bewusst so gewählt, weil es halt eben klein ist und nicht so ein halber Fernseher-Handy, wie es heutzutage ja gerne mal gibt, diese modernen Dinger. Moment, Ben wiegt. Ja, 150 Gramm, also 75 Gramm pro Person. Das war's. Gut. Wir kommen für den gesamten Kamerakram auf 3,4 Kilo und den gesamten Technikkram, also Powerbank, Solarpanel, Kabelsalat, E-Book-Reader und Handy, kommen wir auf insgesamt 410 Gramm. Nee, Quatsch. Doch. 820 Gramm insgesamt und 410 Gramm pro Person. Und Kameraausrüstung, die 3,4 Kilo, die sind ja auch nochmal zu halbieren, dann kommen wir auf 1,7 Kilo pro Person. Auch wenn sie nicht viel fotografieren möchte, hilft sie mir trotzdem tragen. Herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens an Schatz. Was fehlt denn jetzt noch? Die Klamottenkiste. Die Klamottenkiste, wo ist sie? Da ist sie. Ach so, und was ich auch nicht aufgezählt habe, ist Klopapier. Ja? Klopapier zähle ich nicht mit bei der Gewichtskalkulation, weil es ja auch ein Verbrauchsgut ist, wie Essen. Also bei der Base-Weight-Kalkulation finde ich, sollte man Klopapier nicht mitzählen. Auch wenn ich Seife mitzähle und Mückenmittel mitzähle, Klopapier möchte ich wirklich nicht unbedingt mitzählen. Das wiegt ja nun wirklich nahezu nichts.
Gut, hier haben wir einmal meine Mountain Equipment Shifting, irgendwie sonst was. Leider steht der Name nirgendwo drauf auf dem Ding. Jacket, das ist eine Gore-Tex Pro-Shell-Jacke, da geht nichts durch, also von außen. Von innen geht tatsächlich noch ein gewisses Maß an Atmungsaktivität eben entsprechend durch. Ich bin mit der Jacke sehr zufrieden, ich weiß, es gibt Leute, die mögen Gore-Tex-Klamotten nicht. Ich schwöre drauf. Würde ich mir jederzeit wieder kaufen, auch wenn die Schweine teuer gewesen ist. Material ist so robust und so solide, dass man auch einen sehr schweren Rucksack drauf tragen kann, ohne dass man das Material abreibt. Mit dem Abrieb vom Rucksack, mit der Reibung und so weiter. Man kann an der Felswand entlang schrabben, man kann sich draufsetzen auf Felsen. Ist alles egal, die macht alles mit bisher. Dornen haben ihr bisher auch nichts anhaben können. Eine wirklich sehr solide Jacke. So solide müsste sie fast nicht sein bei dem Rucksackgewicht, was ich jetzt anstrebe. Wobei, na, eigentlich schon. Da könnte man aber auch eine zweilagige Gore-Tex-Jacke potenziell auch mitnehmen. Die wäre dann nochmal einen Ticken leichter. Was wiegt die? 440 Gramm. Das ist allerdings für eine Gore-Tex Pro-Jacke durchaus leicht. Nicht ultra leicht, aber leicht. So, Regenhose. Die könnte man fast zur Ultraleichtausrüstung zählen. Die wiegt nur 220 Gramm, nur deswegen, weil sie halt eine große Größe ist. Kleinere Größen sind nochmal ein bisschen leichter. Das geht bis zu 180 runter für die etwas kürzeren Menschen unter uns. Gore-Tex Pack Light Shell gibt es, glaube ich, heutzutage fast schon nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Sehr gute Atmungsaktivität. Wenn ich die einmal angezogen habe, ziehe ich sie eigentlich, bis ich im Zelt ankomme, nie mehr aus. Weil es nicht notwendig ist, ob man das Ding anhat oder nicht. Ich merke es an den Beinen fast gar nicht. Muss schon sehr heiß sein, dass ich es dann wirklich freiwillig wieder ausziehe. Meistens wird das wirklich zu viel Arbeit. Hat einen Seitenreißverschluss, lässt sich also auch mit Schuhen anziehen. Wiegt, habe ich schon gesagt, und bin ich sehr lange zufrieden mit. Das ist jetzt meine dritte dieser Hosen. Die erste ging mir frühzeitig kaputt, weil ich unfreiwillig einen Hang mit ziemlich Geröll runtergerutscht bin. Ich weiß nicht, ob es an der Regenhose lag. Jedenfalls ist mir am Bein beintechnisch nichts passiert. Hautverletzungen keine. Die Hose drunter hat ein bisschen gelitten. Die Regenhose hat halt sehr gelitten. Dann musste ich sie austauschen. Die letzte ist dann kaputt gegangen, nachdem ich in einem Anflug von Blödheit mit Gewalt versucht habe, den Reißverschluss entsprechend auf- oder zuzukriegen. Ich weiß nicht mehr was davon. Dann ging mir der Reißverschluss kaputt. Reparieren ließ ich das nicht mehr. Dann habe ich den Reißverschluss einfach zusammengenäht und musste halt das eine Hosenbein dann immer komplett den Schuh ausziehen, Hosenbein über Hose ziehen, und dann ging das auch. Dann konnte ich die Hose noch viele Jahre nutzen, und vor drei Jahren oder was, war sie dann halt irgendwann auch mal durch. Die hier, inzwischen auch schon 2-3 Jahre alt, bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Pack Light Pants von Berghaus nennt sich das Teil. Den Link findet ihr nirgends. Wie immer. So, dann habe ich hier noch so ein ganz günstiges, aus Fernost wahrscheinlich stammendes Fließjäckchen in einer sehr dezenten, schönen Farbe. Nichts Besonderes, aber trotzdem schön warm. Gerade bei Fließprodukten, ich sehe es nicht. Ich habe einen Markenfließpulli und ich habe den gerne. Und der ist auch immer noch schön kuschelig. Und der ist 18 Jahre alt inzwischen. Und hebt immer noch. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass es halt ein Markenfließpulli ist. Aber ansonsten kann ich qualitativ, auch was das Wärmeverhalten angeht oder irgendwie kaputt gehen oder sonst was, keinen Unterschied zwischen billigsten China-Fließklamotten und Markenfließklamotten erkennen. Wenn man die dann viele Jahre benutzt, die billigen China-Fließklamotten, kann ich persönlich mit meinem Gewissen auch vereinbaren, dass sie mit fleißigen Kinderhänden genäht wurden und die Kinder dabei irgendwelchen fiesen Chemikalien ausgesetzt waren und so weiter und so weiter. Ich persönlich komme damit klar, wenn ich das Ding dann 10 Jahre nutze, wenn ich mir jede Woche einen neuen kaufe, weil die so billig sind, dass man das theoretisch machen kann, dann hätte ich da größere Schwierigkeiten. Aber andererseits sind die Produktionsbedingungen von Markenklamotten so viel besser als bei dem Billigzeug. Da können wir uns jetzt schön streiten, aber das ist eine Diskussion, die ich jetzt nicht anfangen möchte. Ach ja, das ist der besagte Markenfließpulli, den ich seit 18 Jahren habe. Der ist von der Marke mit dem Urzeitelefant, sage ich jetzt mal, ne? Da muss ich den Markennamen nicht aussprechen. Der hat inzwischen diverse Funkenfluglöcher. Aber ich habe ihn immer noch sehr gerne. Er ist immer noch warm. Er ist immer noch kuschelig. Oh. Und ja, 18 Jahre alt. Ne? Wird mit auf Tour genommen. Ich habe ihn bisher auf jeder Tour dabei gehabt. Jeder. Jede längere Outdoor-Tour war dieser Pulli mit dabei. Das einzige Kleidungsstück, das bisher von sich sagen kann. Das Ding hier ist genauso alt. Aber das war nicht auf jeder Tour dabei.
Socken, einmal Trekking-Socke. Das sind jetzt in diesem Fall sind es, glaube ich, Falke TK irgendwas, jedenfalls die mit der blauen Beschriftung, da gibt es auch noch welche mit roter Beschichtung. Ich habe bei, was Socken angeht, mit Falke wirklich mit Abstand die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe noch Falke-Socken, die man noch gut anziehen kann, vielleicht jetzt nicht für 2 Wochen, aber für normale Wanderungen bis 15, 20 Kilometer überhaupt kein Problem. Die kann ich noch anziehen und die sind auch zeitgleich mit diesem Pullover gekauft worden. Ein paar davon ist mal gestopft, aber es hilft jetzt wieder. Ja? Also Falke-Socken, meiner persönlichen Erfahrung nach, wirklich die besten Outdoor- und Trekking-Socken, die man kriegen kann. Wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, weil die recht dick sind. Was gut ist, dann sind sie auch schön warm. Schlafsocken sind Wollsocken. Die sind halt wirklich schön warm. Zum Laufen möchte ich damit nicht. Das sind reine Schlafsocken, Wärmeerhaltsocken, anti-kalte Füße-Socken. Dann T-Shirt. Habe ich hier jetzt nur eins, es werden aber 2 mitgenommen, das andere sieht allerdings genauso aus. Das ist ein stinknormales Kunstfaser-T-Shirt, auch nichts besonders hochwertiges, besonderes teures. Ich habe auch bei Kunstfaser-T-Shirts, also Polyester im Wesentlichen, noch nicht rausgefunden, wo der Unterschied zwischen den sauteuren und den ganz billigen ist. Ich sehe es nicht, ich sehe wirklich den Unterschied nicht. Und deswegen nehme ich tendenziell eher die ganz günstigen, auch dieses Ding hier ist schon wirklich, wirklich alt. Wenn es nicht, solange es nicht kaputt ist, sehe ich nicht ein, irgendwas wegzuwerfen. Das hat bestimmt 6, 7, 8 Jahre auf dem Buckel. Und wird wirklich viel getragen. Ich besitze auch gar nicht so viele T-Shirts und generell nicht so viele Klamotten, was ja auch ganz gut ist. Unterhosen, ja, da habe ich halt hier solche ollen Sport-Unterhosen. Mehr brauche ich so Unterhosen nicht erzählen, oder? Sind auch aus Kunstfaser deswegen, weil dann trocknen sie schneller. Sie stinken zwar auch schneller, aber sie trocknen auch schneller. Die beliebte Merino-Unterwäsche ist mir A, viel zu teuer und B, seit man rausgefunden hat, was die mit den Schafen anstellen in Australien, kann man eigentlich nur noch Merino-Kleidung kaufen, bei dem man sicher sein kann, dass die Schafe gut behandelt wurden. Und dann kostet die ein kleines Vermögen. Und da sehe ich auch einfach den Funktionsunterschied. Ich hab schon Merino-Klamotten besessen, inzwischen sind sie kaputt. Die sind halten auch nicht so lange. Also nicht so lange wie Kunstfaser. Kann ich nicht bestätigen. Bisher nach meiner Erfahrung. Ja, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Aber deswegen, Merino-Wolle kommt für mich jetzt für die nächste Zeit nicht in Frage. Bis ich mir dann wirklich irgendwie die sündhaft teuren aus Bio-Merino-Wolle mit glücklichen Schafen, wo du dann ein Foto vom Schaf von dem Stamm noch mitgeschickt bekommst für 180 Euro für die Unterhose oder was. Bevor ich mir sowas leisten kann, werde ich keine Merino-Produkte wahrscheinlich mehr kaufen. Ich habe mir noch eins habe ich mir noch mal zugelegt, bevor mir klar wurde, dass das eigentlich keine so gute Idee ist. Aber ja, die Handschuhe hier habe ich auch schon ganz lange. Die habt ihr vielleicht noch mal gesehen. Die sind von der North Face. Haben theoretisch eine Möglichkeit, dass man mit ihnen auch Touch-Displays bedienen kann. War eigentlich für den Weg von der Uni nach Hause. Ich hatte früher von der Uni nach Hause bin ich viel zu Fuß gegangen, insbesondere im Winter. Wenn man die Strecke jeden Tag 2-mal läuft, einmal hin, einmal zurück, sind 6 Kilometer gewesen pro Weg, hat man unterwegs irgendwie das Bedürfnis, sich hin und wieder mal zu beschäftigen. Ja? Man will nicht immer die Strecke einfach nur laufen und über Gott und die Welt nachdenken, oder das gerade Gelernte im Studium. Also habe ich hin und wieder ganz gerne mal ein Touch-Display bedient. Das war nicht immer ein Handy, es war auch mal ein iPad, es war auch mal ein E-Book-Reader. Solche Dinge. Und da hat sich das dann irgendwann angeboten, dass man Handschuhe hat, die man deswegen nicht immer ausziehen muss. Seit ich nicht mehr diesen Weg gehe, benutze ich eigentlich diese Funktion so gut wie gar nicht mehr. Ansonsten sind es fast wasserdichte, mittelwarme Handschuhe, würde ich sagen. Es gibt wärmeres, aber die reichen mir fast immer bei fast allen Temperaturen, für fast alles, was ich mache, eigentlich wunderbar aus. Ich hatte noch überlegt, ob ich noch leichtere nehme, weil ich in Grönland wahrscheinlich auch mit noch ein bisschen leichteren klarkommen würde. Aber das bisschen Luxus gönne ich mir. Das bisschen Luxus gönne ich mir dann aber doch. Und die wiegen nur in Anführungszeichen 150 Gramm. Das ist jetzt auch nicht so viel, auch nicht so super leicht. Irgendwo so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und dann kommt dann noch dazu dieses schöne, lustige Mützlein. Das ist wohl irgendein Nachbau irgendeiner Militärmütze. Mir ging es nur darum, dass sie unter den Hut passt und eine Farbe hat, die unter den Hut nicht so sehr auffällt. Fertig. Deswegen diese Mütze, die wiegt nahezu nichts. Irgendwie 35 Gramm oder was. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe bei den Klamotten jetzt nicht dazu gesagt, was die im Einzelnen wiegen. Ich habe außerdem noch vergessen, das Regencover vom Rucksack, das wiegt 150 Gramm. Es ist ein Regencover vom Rucksack, da ist nicht weiter mehr was zu sagen. Ne? Die Klamotten zusammen, also die Jacke 440 Gramm, Hose, Regenhose 220 Gramm, haben wir es ja dazu gesagt. Ansonsten
Mütze und Handschuhe zusammen wiegen 150 Gramm. Also die Handschuhe werden wahrscheinlich nur 130, 120 wiegen. Zweimal Socken 200 Gramm. Ja, es sind halt schwere, heftige Wollsocken. Zweimal Unterhose 120 Gramm. Zweimal T-Shirt 260 Gramm. Meine T-Shirts sind halt nicht so ganz, ganz klein. Der Pulli, der alte Fleece-Pulli 200 Gramm. Die Fleece-Jacke 260 Gramm. Die Regenjacke haben wir gesagt, Regenhose haben wir auch gesagt und die Regenhose 150 Gramm, kommt alles summa summarum auf 2190 Gramm. So, mit dem Fotoequipment, dem ganzen anderen Gerümpel, dem Schlafsack, dem halben Zelt, dem halben Kochequipment, bis auf eben meine Schüssel, die habe ich mir jeweils selber zugerechnet, ja, die trage ja nur ich, das ist ja nur meine Schüssel. Und meine Tasse und so weiter. Kommen wir jetzt summa summarum auf 10.130 Gramm. Ich bin also fast Leichtwanderer vom Basisgewicht her. Und das trotz eines extrem schweren Rucksacks. Überraschend. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Base Weight bei mir so gering ist. Gut, das liegt jetzt daran, Pärchenbonus,